Wir machen direkt weiter mit City Skylines. Danke fürs Einschalten. Und moin moin zurück. Weiter geht's mit Menümusik. Oh ja, wir machen weiter. Im letzten Part haben wir uns ja schon mal grob geplant. Nicht vergessen, da kommt die Industrie hin. Man sieht auch schon Bodenverschmutzung. Da das Wohngebiet mit Wald. Ein kleines Wäldchen kann ich mir schön vorstellen. Direkt am kleinen Kraftwerk und allem. An dem Windkraft. Hier unsere Gewerbestraße, die Promenade entlang. Das war auch das Abwasser verbinden. Und sie bauen sich fleißig auf. Und ein würdiges Dorf. Jetzt können wir Stadtviertel verteilen, Richtlinien, ein zweites Darlehen, Industriespezialisierung, Dienstleistungen, Feuerwehr, Polizei, einzigartige Gebäude, Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Außerdem können wir neue Richtlinien für Strom, Wasser und Rauchmelder und Polizei und Feuerwachen. Sehr schön. So, was brauchen wir denn? Auf jeden Fall brauchen wir erstmal eine Grundschule. Weil wir keine dummen Leute hier haben, können wir ihn leider nicht hier zwischenhauen. Grundschule. Die können wir hier hinhauen, ne? Wo hauen wir die hin? Mitten ins Wohngebiet so eine Grundschule? Die steht normal eher in der Stadt, ne? Hier zwischen würde wäre die nicht schlecht. Ich stehe da normal mitten in der Stadt. Ich glaube, ich muss das Gewerbegebiet auch ein bisschen größer bauen. So an der Grenze zur Stadt bauen wir es hin. Die erste Grundschule. Sehr schön. Die Feuerwehr. Haben wir eine kleine? Das ist die kleine, ne? Ja, die habe ich mir local. Eine kleine, die braucht nicht allzu viele. Wir haben auch nur drei Feuerwehrautos. Die können wir auch in die Nachbarschaft hauen. So eine kleine Feuerwehrwache. Die steht ja gelegen. Die steht ja auch gerne hier. Direkt am, ne, der ist belegt. Direkt hier können wir sie nicht hinhauen am Meer. Hier hin, ne? So zwischen Industrie. So, genauso bei der Polizei. Die können, habe ich auch eine kleine. Die Local. Wayne Enterprises. Oh ja, wir können sogar Bruce Wayne hier hinschicken. Denn wo ist Batman? Direkt mitten ins Gebiet. Wo haben wir das hier rein? Mitten in so ein kleines Polizeikommissariat. Schweres Wort. Hier hin, ne? Sorry, Haus. Und eine kleine Polizei dazwischen. Fügt sich doch schön ein, ne? Sieht zwar etwas eigenartig aus, aber da. So eine kleine Polizei. Hier mitten im Wohngebiet zwischen der Industrie, die kleine Feuerwehr. Jetzt können wir auch ein bisschen weiter ausbauen. Wir können ein bisschen weiter ausbauen. Nehmen wir das Wohngebiet mal mit. Hier. Schön an der Kurve entlang, an der Küste. Und hier noch mehr Wohngebiet für Leute. Richtlinien aufstellen. Okay, dafür setzen wir erstmal Wohngebiet. Dafür setzen wir erstmal Gebiete fest, ne? Was haben wir denn? Forstindustrie, nee. Forstwirtschaft hätte ich nicht gerne. Generische Industrie, Spezialisierung der ausgewählten Stadtviertel umwandeln sie in generische Industrie um. Stadtviertel löschen. Auf jeden Fall ist das ein großes Stadtviertel. Das hier, den nehmen wir noch mit. Und ich würde mal sagen, das setzen wir bis hierhin. Die Perienhügel und der Industriepark wird ein eigenes Gebiet. Der geht dann für den Rest so ungefähr. Das wird dann der Industriepark Nord sein. Die Hügelhöhen. Nee, das wollte ich nicht löschen. Stadtplaner, oh ja. Das ist der Industriepark Nord. Dankeschön, den haben wir schon mal verlegt. Die Perlenhügel. Falls ihr da irgendwelche Ideen für Namen habt, einfach reinschreiben. Wir haben unseren Urlaub verlängert. Stüss liegt unterm Blumentopf. Oh, cool. Wo? Ja, nicht sehr sicher, Leute. Das passt bloß auf, dass die Polizei da nicht hinterkommt. Das hören die nicht gerne. 1500. Versorgung noch da. Wir können den Strom ein bisschen aufdrehen. Sind wir bei 84%. Jetzt können wir den langsam auf 100 hauen, ne? Wasser, noch da. Oh, sollten wir auch ein bisschen aufdrehen. Dreht die Heine auf. 70%.
Geld machen wir ja gut. Feuerwehr alles da. Polizei, Krankenhaus, also Ärzte. Und einzigartige Dinger, wie die Freiheitsstatue, die man sich hinstellen kann. Nee, nee, nee. Stufe 1, haben wir irgendwas Interessantes? Shoppingstatue. Nee, lass mal. Krankenhausplatz, Statue des Wohlstands mit 500.000 Euro. Industriegebiet haben wir auch nicht. Platz der Toten, drei Friedhöfe, Shoppingstatue. Sieht schön aus, ne? Aber lassen wir mal weg. Wie gesagt, wenn ihr Namen habt, Perlenhügel, kann man erstmal so lassen. So, da baut es sich aus. Unser Wohngebiet. Ich würde ja auch mal gerne hier Transport, so eine kleine, so schöne Deko hinbauen. Aber das geht ja noch nicht. Da brauchen wir mehr Einwohner und 1200 haben wir auch bald erreicht, ne? Unser erstes Wohngebiet. Finde ich sehr interessant. Da ein Damm hingebaut, mehr oder weniger. Fällt mir da bloß nicht runter. Ein einzelnes Bäumchen. Wird Zeit, dass der Gesellschaft bekommt. Und haben wir die 1000 Einwohner geknackt? Da sehen wir die erste Verschmutzung. Ja, da fließt sie runter. Applaus für 1000 Einwohner! Wow, geht voran. Jetzt können wir die Shoppingstraße auch ein bisschen erweitern, ne? Ich würde hier am liebsten. Wird hier ein kleines Städtchen erstmal. Also, das war's erstmal. Stufenaufstieg eines Gebäudes. Was wo? 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 Wer baut sich aus? Ich sehe es nicht. Wer baut sich aus? Da hinten die Industrie? Ich sehe es nicht. Wer baut sich aus? So. Ziehen wir hier noch lang, ne? Hier so eine kleine Kreuzung. Machen wir eher hier eine lange Straße, ne? Und gerade. Können wir da noch ein bisschen Gewerbe hinhauen? Ein paar Kreuzungen auch dazwischen. Oder einfach eine lange Straße. Wie baut man eine Straße? Hier eine schöne Shoppingmeile. Die Reeperbahn! Nein, das ist keine Shoppingmeile, aber egal. Unterhaltung, ihr versteht's. Können wir eigentlich an die Kreuzung anbinden, ne? Habe ich jetzt vierspurig gebaut? Ne, habe ich nicht. Zum Glück. Ist ja, wie gesagt, eine kleine. Ort ist bereits belegt. Na dann hauen wir den doch direkt da dran. Ja, noch eine Kreuzung. So. Lassen wir die Leute noch mehr über Fußgängerüberwege laufen. Und noch mehr Ampeln. Ja, klar, auch so kleine Ampelanlagen. Da stehen sie schon, die ersten Autos. Oh, Sport von Edward. Moment, wer ist Edward? Edward Greenaway. Ach so, ungebildeter Erwachsener, wohnt in Dornröschenresidenz. Arbeitet in der Polizei. Na, schauen wir uns das mal an. Fährt nach Hause. Er fährt nach Hause. Den Tag-Nacht-Wechsel würde ich ja auch sehr feiern. So, und? Wo fährt er denn nach Hause? Dort. Er fährt die Straße entlang und da ist sie. Die Dornröschen. Nein, die Ulm-Residenz. Ach, da ist er zu Hause. Der läuft noch ein bisschen. Ja gut, kann man machen. Und die Wohnungen ziehen sich weiter auf. Ich rieche gerade, ich habe hier noch Chips. Leute, gibt dir gleich Mittagessen. Aber man kann sich die Zeit ja vertreiben mit ein paar Chips. Denn wie uns ja vom guten Sepp immer gelehrt wird, der Keldi isst nichts, wenn er nichts isst. Ein paar Chips dazu gönnen. Oh ja. Professionalität? Nein, nein. Ich sehe gerade. Was ist das denn? Das ist ein Strommast, ne? Ein Überbleibsel einer nicht verbundenen Industrie. Dann können wir hier eine Querstraße hinstellen, direkt an die Kreuzung. Ort ist bereits belegt. Womit denn? Ah, geht doch. Ich würde
die gerne ein bisschen winzige Kleinstar. Haustierverbot, Rauchverbot, Parks und Freizeitmöglichkeiten und eine Oberschule. Außerdem einzigartige Gebäude, Deko freigeschaltet, sehr wichtig. Jetzt sind wir die hier dran, ne? Hier zwischen. Soll ja nicht ganz gerade sein. So, ne? Jawohl. Oh, da wurden ein paar Häuser weggebaut. Keine Sorge, es kommen neue hin. Und passt das denn auch schon wassertechnisch? Ja, klar. Es brennt! Ein Stromloch. Das flicken wir jetzt aber. Mit mehr Gebäuden. Wie, ihr zieht aus. Oh, Entschuldigung, mein Fehler. Es brennt. Haben wir Feuer. So, Durchschnittsgesundheit 68%. Ja, das ist genug. Die Feuergefahr steigt. Stetig. Ich glaube, wir setzen uns noch eine kleine Feuerwache hin. Hier so mitten am Dingsgebiet. Ja, hier. Passt so genau hin. Die kleine Berufsfeuerwehr. Außerdem eine kleine Polizei. Die passt doch schön hin. Genau in die Ecke. Direkt am... Wer ist denn das? Was ist denn das? Sieht mir bekannt aus. Am Big Bite. Ach nee, ist einfach nur ein... Kleiner Imbissladen. Direkt danach ist noch ein Big Bite. Machen wir so. Ich hoffe, die Musik ist nicht contentgeschützt, aber ich glaube nicht. Dürfte sie nicht. Und wenn... Wir verdienen ja sowieso kein Geld damit. Burger King! Ah ne, Entschuldigung. Da ist der Burger King. Die Drogerie! Und direkt danach der Nachbarschaftsladen. Der Burger King. Der Burger King und Pizza Hut. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Da die große Kreuzung im Wohngebiet. Wir hätten die, glaube ich, doch vierspurig bauen sollen, aber ist ja unser erstes Gebiet. Da macht man so kleine Fehler. Da macht man so Fehler. Hier wohnen sie alle. Und da, was hat sich denn da hingepflanzt? Ach, die Grundschule, Entschuldigung. Ich dachte schon, das wäre irgendwas von mir nicht gesetztes. Aber das ist die Grundschule. Jetzt können wir endlich Deko setzen. Was haben wir denn so? Spacefiller. Füller. Eine Garage. Mhm. Was haben wir sonst noch so ein Self-Storage Yard? Kleine Dinges. Noch mehr Lückenfüller. Ein Leuchthaus. Also ein Leuchtturm, Entschuldigung. Schade, dass hier keine Dinger dabei sind. Parks. Platz mit Picknicktischen. Kleiner Picknickplatz. Mitten im Wohn... Mitten hier drin? Ich weiß nicht, wo setzen wir denn hin? Irgendwo mittig, ne? Neue Dienstleistung. Der große Spielplatz. Oh ja. Wenn wir hier schon im Wohngebiet sind, brauchen wir auch einen Spielplatz. Hier wird er sich doch anbieten. Aber es ist zu steil. Die gehen zu steil. Bauen wir die Kreuzung aus? Oder direkt an der... Na... Das können wir nicht bringen. Direkt am Windpark. Hier zwischen auch nicht. Wo könnte ich den Spielplatz hier hauen? In der Industrie? Nein. Den Spielplatz würde ich schon feiern. Den bräuchten wir eigentlich. Wo haue ich den hin? 7,5. Hier? Direkt mittig, ne? Direkt mittig hauen wir den Spielplatz rein. Ist doch relativ logisch. Was haben wir sonst noch so? Platz mit Bäumen. Das bietet sich eher hier an. Ja, hier so, so ein kleiner Erholungsplatz. Oh, wir haben kein Wasser mehr. Und dann rauf damit, 100%, Leute. So, jetzt ist das wieder geklärt. Strom? Oh, wir brauchen mehr Strom. Den finde ich auch sehr geil. So ein kleiner Parkplatz. 2 Megawatt, den können wir hier hinstellen. Direkt an der Grundschule so ein Parkplatz. An der Industrie können wir auch einen Parkplatz hinstellen. Hier so ein kleiner Parkplatz. Am besten direkt hier stellen wir 2 Parkplätze hin. Ein paar Parkplätze, wo sich die Autos hinstellen könnten. Direkt hier an der Hauptstraße, die liefern noch ein bisschen Energie. An der Grundschule haben wir dann noch einen größeren Parkplatz. Sehr schön.
So. Damit wäre auf jeden Fall die Energie wieder einigermaßen gedeckt. Wasser ist da, Müll. Ja, der kostet immer noch. Wisst ihr was? Ein neues Grundstück steht zum Verkauf. Sehr schön. Machen wir aber später. Wir gönnen uns jetzt mal 60.000 und bauen uns die Recyclinganlage. Wo ist sie denn? Beim Müll. Ein kleines Recycling-Center. Was nicht ganz so klein ist, aber. So, da haben wir's. Wir verbrennen sogar ein bisschen Strom. Da eben ein bisschen Müll, aber ineffizient. Aber immerhin, wir kriegen dadurch Müllfahrzeuge. Der Müll geht weg. Wir können sogar eine Feuerwache bauen. Brauchen wir aber nicht. 5% voll. Oh, es brennt! Ja, wird Zeit für eine große Feuerwache, oder? Eine große eigentlich. Eine größere Feuerwache. Die Polizeiwache ist auch noch da. Hier so eine große. Mitten im Industriegebiet setzen wir uns dann zur Sicherheit. In der Mülldeponie? Nee. Können wir auch lassen. Dann bauen wir. Dann bauen wir einfach das Industriegebiet da dran. Damit die schnell dahin kommen, ne? Setzen wir das so da dran. Haben wir auch eine vierspurige mit ein bisschen Beleuchtung. Ich brauche mehr Wohngebiete. Ich würde sagen, auf der anderen Seite können wir jetzt schon mal anfangen zu bauen, ne? Ja, ausgehende Verbindung. Ich weiß. Bauen wir uns schon mal eine Brücke hier drüber? So eine schön große hier. Können wir das überhaupt? Oha! Ja, ihr seht jetzt 15.000 oder wir können auch gerade bauen. Aber das sieht doch schon sehr geil aus. Wo war sie jetzt? Da war sie. Ach so, ich baue die kurvig. Ne, gerade sollte schon sein. So eine Brücke sollte schon gerade sein. Da ist sie. 15.000 wird die kosten. Wäre aber cool, ne? So eine Brücke auf die andere Seite. Die sollte man schon haben, aber dann eher an einem Gebiet, was etwas kleiner ist. Im Wohngebiet ist halt natürlich Schwachsinn. Wir haben kein Wasser? Wieso habt ihr. Oh, Entschuldigung. Mein Fehler. Mein Fehler. Ort ist bereits belegt. Ja, das sehe ich. So, jetzt hier entlang. Ah, wie machen wir das? Dass wir das so machen. So, jetzt haben wir es. Jetzt habt ihr auch Wasser. Entschuldigung, das war mein Fehler. Brauchen das irgendwo, wo der Fluss nicht allzu dicht ist. Hier vielleicht. Hier kostet das auch bestimmt nicht zu viel, ne? 13.000, das ist machbar. 13.7. Ich zoome mal ran. Auf jeden Fall brauche ich da eine Brücke drüber. Ich sagte Brücke, die sollte dann auch. Okay, ist gerade. 13.000. 14.7. Da ist der am dünnsten, ne? 12, 13, 14. So, ne? 14, 8. 13. Ach, so kostet die weniger. 12, 9, 12, 7. Also da, 12.900. Ich würde sagen, so stellen wir die drüber. Die haben wir schon mal gebaut. Die große Brücke ins andere Wohngebiet. Und hier bauen wir dann unser zweites Wohngebiet auf. Schöner. Besser. Weiter. Schneller. Stärker. Aber dafür brauchen wir ein bisschen Geld. Warten erstmal. Ich glaube, ich baue den Industriepark noch ein bisschen. Jetzt dann hier entlang. 3000. Reicht auch eine normale Straße. 1,6. Dann setzen wir hier direkt an der Recyclinganlage unser nächstes Industriegebiet. Oh ja. Genau so. Bis da. Da ist die Grenze. Was wir dazwischen machen, weiß ich nicht. Wir brauchen mehr Einwohner. Und da ist schon alles verbaut. Gebaut.
Nicht verbaut. Jetzt sind wir hier noch was hin, ne? Jetzt sind wir da noch ein paar Häuser hin. Dazwischen hätte ich gern ein paar andere Sachen, aber da können wir auf jeden Fall ein bisschen hinhauen und hauen, weil hier noch Wohnungen hin, direkt an der Arztpraxis. Und die gehen sofort weg. Muss ja nicht allzu gut geplant sein. So. Da bauen sich die ersten Residenzen auf. Häuschen. Klein, groß, mittelgroß. Alles dabei. Und wir haben schon wieder 20 Minuten. Meine Güte. Das geht fix, fix. Hm. Hm. Ich weiß nicht, reicht die Abwasserversorgung von da hinten? Ich schau mal kurz. Ist der ausgelastet? Hm. Wasser und Abwasser haben wir genug. Ziehen wir eine Leitung da durch. Gott sei Dank auch nur 1-2. Hm. Ja. Dann fangen wir am besten hier hinten an mit 1-3, ne? Dass wir uns das Schritt für Schritt vorbereiten. La 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 la. Oh ja, dazwischen hätte ich auch noch gerne Industrie. Ihr seht, das gehört noch zum Industriepark, ich würde sagen. Das Ganze hier. Das will ich auch noch beim Industriepark haben. Der hat kein Wasser. Richtig, du brauchst Rohre. Okay, machen wir das besser so. Von hier aus. Bis hierhin. So, jetzt habt ihr Wasser. Jetzt kann ich den Industriepark auch weiter aufbauen. Gönne ich mir noch ein bisschen Geld und baue dann das Wohngebiet da hinten? Da habe ich jetzt Lust drauf. Komm, in den letzten 8 Minuten ziehen wir das nochmal rein. 20.000 nehmen wir uns als Kredit. Und dann gönnen wir uns hier groß an der Brücke. Die hätte ich gerne ein bisschen kurvig. So, und dann genau an die Autobahn dran. Das ist logischerweise zu steil. Und hier setzen wir dann unser Wohngebiet. Wir fangen hier an. Oder direkt hier. Direkt hier. Hier entlang. Meinetwegen auch eine Gerade. Meinetwegen auch das. Und hier setzen wir dann das neue Wohngebiet. Lange Gerade am Strand. Hier ist ja kein Strand, hier ist einfach nur Klippe und Fluss. Was weiß ich. Hm. Die Krauten kriegen auch ihr eigenes Windkraftwerk. Wir haben nämlich langsam mehr nicht genug Energie. Zwei machen wir. Die pflanzen wir einmal darüber. Die bauen schon ihre Häuschen da. Die kriegen das schon hin. Und das Wasser ziehen wir von hier aus bis nach da hinten. Und da ist das Geld auch schon weg. Aber es hat sich gelohnt. Hoffentlich rutschen die nicht da ab. Wir ziehen die Klippe ein bisschen höher. Wir haben keinen Strom. Ja, der ist unterwegs, Leute. Sobald ihr euch bis da hinten aufgebaut habt, kriegt ihr auch euren Strom. Was für eine tolle Stadt. Ich würde sagen, ich träume. Na, wenn du meinst. Ha. Du hast kein Wasser? Ja, das wüsste ich. Hm, komm, mach ein bisschen schneller. Wir drehen das Tempo mal ein bisschen auf. Komm, baut weiter. Dass ihr bis nach da hinten kommt.
dann kriegt er auch euren Strom. Seht, oh, wir haben keinen Strom. Ja, bekommt er, wenn ihr weiter so baut. Jawohl, genau so. Warum baut ihr da nichts? Die machen das schon. Komm, weiter. Noch ein Stück, da ist der Strom. Los, Anbindung. Legt die Leitung, ihr fleißigen Elektriker. Na los. Wir haben Wasser. Und da ist sie, da ist die Anbindung, ne? Oder? Ich will Strom sehen. Strom? Nein, da ist noch nicht ganz. Ein Haus noch. Los, dann haben wir's. Dann haben wir Strom für unser Neubaugebiet. Alle beschweren sich, wir haben keinen Saft. Los, macht schneller. Das Geld fließt weiter. Wir sind gerade bei plus minus null. Und wenn wir die jetzt da reinkriegen, dann sind wir versorgt und alles. Und jawohl, jetzt geht's los. Da sind sie gebaut und alles geklärt mit einem Schlag. Jawohl. Ist das nicht schön? Wunderbar. Ein Traum von einem Wohngebiet. Ich könnte heulen. Nein, könnte ich natürlich nicht. Auch wenn die Musik zum Heulen schön ist. Da wollte ich Industrie hinmachen. Das machen wir auf jeden Fall. Das gehört noch dazu. Da baue ich vielleicht auch noch eine Straße zwischen. Zwischen dem Recycling Center. Ja, das machen wir jetzt mal. Da die Kreuzung entlang. Oh, das ist bereits belegt. Womit? Womit ist der belegt? Eben, mit gar nichts. Eine Straße dazwischen. Und da kommt noch mehr Industrie hin. Wunderbar. Den machen wir auch bis dahin. Und dazwischen können wir irgendeine Deko hinhauen. Industrie haben wir auch gerade Bedarf nach. Jetzt machen wir erstmal Geld. Wir brauchen Kohle, Leute. Jetzt müssen wir erstmal Geld machen. Industrie? Wie sieht's mit eurer Energie aus? Ich glaube, Saft haben wir genug jetzt an Strom, ne? 40. Er steigt? Alter, was die alle brauchen an Strom? Das ist ja Wahnsinn. Ich habe hier schon 6 Windräder stehen. Verteilt über mein kleines Wohngebiet. Ausgehende Verbindung benötigt. Ja gut. Auf die andere Seite müssen wir auch noch. Aber erstmal könnt ihr nur von der... Erstmal könnt ihr... Ja, das ist die Ausfahrt, ne? Auf die Autobahn könnt ihr gar nicht. Eigentlich könnte ich doch einfach nur eine Einbahnstraße hinmachen. Zumindest in dem Bereich. So, hier hätte ich auch noch gerne 4-spurige. Und dann hier die Ausfahrt. Da die große Kreuzung. Jetzt können hier die Leute auch ins Nichts fahren und dann über die Autobahn quer über die Welt. Mal gucken. Fahren schon Leute über die Brücke? Jawohl, sie fahren über die Brücke ins Industriegebiet. Ah, ist das schön. Und von da aus fahren sie sogar über die Ampel nach Hause. Oh, ist das toll. Ist das schön. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Freut ihr euch auch? Auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch genauso gut freuen darüber, dass wir keinen Strom haben. Warum habt ihr keinen Strom? Was ist denn da los? Warum habt ihr keinen Strom? Produzieren wir nicht genug? Ich glaube, die brauchen zu viel Saft. Ich glaube, wir bauen uns da noch eine kleine Überseeleitung. Da ist die Versorgung. Jetzt ist sie auch geklärt, ne? So, jetzt haben wir wieder Saft da drüben. Und alles läuft über das Umspannwerk mitten in der Abwasserpumpe. Oh ja, das machen wir so. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und mit wunderbarer Musik und einem Piano-Solo verabschiede ich mich für diesen Part. Und schaut euch das mal an. Wir machen eine kleine Tour durch das Einkaufsgebiet. Haut rein und ciao. Ja.
Göttlich! Ich hoffe, dass das keinen Content hat, aber da gehe ich eigentlich nicht von aus. Und da haben wir das neue Wohngebiet. Ja, gibt gleich Essen. Und ich würde sagen, auch ihr. Oh, das ist ein bisschen ungünstig gelöst. Da müssen sie wenden. Ist auch nur eine zweispurige. Werden wir bald hier noch ein Wohngebiet hinsetzen. Aber das im nächsten Part. Haut rein und ciao.